In 2011 begann in Syrien ein militärischer Konflikt. Vor etlichen Jahren nannte man das auch Krieg. Laut Artikel 2 der UNO-Charta war dieser militärische Einsatz illegal. Menschen gingen daraufhin auf die Straßen, um gegen dieses Unrecht zu protestieren. Über Jahre hinweg gab es immer wieder von vielen verschiedenen Organisationen Protestkundgebungen, die diesen Missstand anprangerten. Hat sich etwas geändert? Haben die Politiker ihren Fehler erkannt? Hat man auf die Meinung der Bevölkerung gehört? Nein. Dieser illegale Krieg läuft nunmehr seit 7 Jahren. Die Menschen protestieren, machen darauf aufmerksam, schreiben Briefe an die Abgeordneten. Und dennoch wird weiter verfahren wie bisher. Business as usual. Dabei könnte es so einfach sein. Ein Gericht entscheidet nach Gesetzeslage. Und diese Gesetzeslage ist eindeutig. Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt. Das ist die UNO-Charta. Warum hat bisher kein Gericht nach Gesetzeslage entschieden? Nun, wo kein Kläger, da kein Richter. Hat denn wirklich niemand geklagt? Doch. Was ist aus diesen Klagen geworden? Sie wurden nicht angenommen. Warum? Weil das Bundesverfassungsgericht seit 1993 die Möglichkeit hat, sich an solchen Verfassungsbeschwerden ohne juristische Begründung vorbeizumogeln. Dieser Zustand ist für die Weltgemeinschaft unhaltbar geworden. Es werden illegale Kriege geführt und niemand muss hierfür juristisch die Verantwortung übernehmen. Der Rechtsstaat wurde in diesem Bereich ganz elegant ausgehebelt und unterliegt nun der Willkür der Richter und Politiker. Setzen wir dem ein Ende. Bestehen wir auf die Einhaltung des Grundgesetzes und des Völkerrechts für jedermann. Auch für Richter und Politiker. Stoppt den Grundrechtsboykott. Zeichnet unsere Petition. Sorgen wir dafür, dass illegale Kriege durch unsere Bundesregierung nicht mehr möglich sind. Wenn in Deutschland des Grundgesetzes die Macht vom Volk ausgeht, warum ignoriert das Bundesverfassungsgericht das Bekenntnis des deutschen Volkes zu den universellen Menschenrechten und zum Friedensgebot dann weitestgehend? Wie lässt sich Willkür verhindern, wenn das Bundesverfassungsgericht massenhaft von der Möglichkeit Gebrauch macht, Nichtannahme von Verfassungsbeschwerden nicht zu begründen? Laut unserem Bundespräsidenten ist das Grundgesetz ein zivilisatorischer Fortschritt. Aber was bedeutet es dann für unsere Zivilisation, wenn es nicht konsequent angewendet wird? Ich will mich darauf verlassen können, dass das Bundesverfassungsgericht immer ordentlich arbeitet. Ich möchte einen vollständig funktionierenden Rechtsstaat. Darum mache ich mit. Darum mache ich mit. Darum mache ich mit.